Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und spreche über das RS-Virus und die Konsequenzen für Sie als Eltern. Jetzt, im Dezember 2022, ist die RSV-Infektion in aller Munde, weil viele Menschen, vor allem Kinder und Babys, sind an diesem Virus erkrankt. Sowohl die Wartezimmer bei den niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzten sind voll und Deutschlands Kinderkliniken haben keine freien Betten mehr. Dabei ist es nichts Ungewöhnliches, denn das RS-Virus, das über Tröpfchen übertragen wird, ist jedes Jahr im Winter für die meisten Erkältungsinfekte verantwortlich. RSV steht übrigens für respiratorisches Syncytialvirus. Dieses Virus befällt gerne die Schleimhäute der oberen und unteren Atemwege und kann dort zu Entzündungen mit Schwellung, Schmerz und vermehrter Schleimbildung führen. Bei vielen Menschen macht eine solche RS-Virus-Infektion überhaupt keine schlimmen Symptome. Bei anderen aber führt sie zu einer schweren Krankheit mit Husten und sie fühlen sich krank und elend. Wieder andere haben wieder einfach nur einen Schnupfen. Besonders schlimm kann dieses Virus aber unsere Kleinsten treffen, also Säuglinge unter einem Jahr, weil es deren Bronchialschleimhaut so stark beeinträchtigen kann, dass die Babys eine schwere Bronchitis und nicht mehr richtig Luft bekommen, Sauerstoff und intensive Betreuung im Krankenhaus brauchen. Das war schon immer so, nur war die Menge an diesen erkrankten Kindern selten so groß wie dieses Jahr. Und dafür gibt es eine einfache Erklärung. Durch die Lockdown-Maßnahmen wegen der Coronavirus-Pandemie mit den Schließungen der Gemeinschaftseinrichtungen und dem Maskentragen hatte das Virus 2 Jahre lang nicht so die Gelegenheit, uns Menschen zu infizieren und uns dadurch zu einer regelmäßigen Auseinandersetzung mit ihm zu zwingen. Da gibt es also dieses Jahr einfach die doppelt bis dreifache Anzahl an Menschen, die gegenüber diesem RS-Virus nicht ausreichend geschützt sind. Und deshalb haben wir derzeit so viele Kranke. Außerdem ist das Influenza-Virus, also die Grippe, auch früher dran wie sonst und steigert ebenfalls die Anzahl der hustenden, fiebernden und kranken Menschen, die einen Termin in der Sprechstunde wollen und oft wegen Überfüllung abgewiesen werden. Also muss das Ziel sein, am besten ohne Arzt auszukommen. Und wie gelingt das? Na, indem Sie einfach so gut wie möglich informiert sind. Und deshalb hören Sie ja dieses Video von mir an. Als erstes ist es wichtig, dass Sie wissen, dass Sie eine RS-Virus-Infektion innerhalb einer Familie nicht verhindern können, wenn Sie in der Herbst- und Winterszeit mit anderen Menschen Kontakt haben. Ein Mensch, der sich mit diesem Virus infiziert hat, gibt dieses Virus weiter, bevor er selbst Symptome wie Schnupfen, Halsweh, Husten und so weiter bekommt. Als zweites, lassen Sie sich nicht in Panik versetzen, nur weil hinter einer Erkältung Ihres Kindes wahrscheinlich das RS-Virus dahinter stecken könnte. Es macht tatsächlich bei den meisten Menschen nur eine mehr oder weniger starke Erkältung mit Schnupfen, Halsweh, Husten, die allerdings auch mal länger als sonst üblich mit Fieber, also Temperaturen über 38 Grad Celsius, einhergehen kann. Eine Behandlung mit Medikamenten, die dieses Virus abtöten könnten, gibt es nicht. Und deshalb kann man die Dauer der Erkrankung nicht abkürzen. Nur die Symptome kann man lindern. Drittens, woran erkennen Sie also, wann Sie mit Ihrem Kind zum Arzt gehen müssen? Husten, Schnupfen und auch Fieber sind lediglich Symptome und sagen nichts über die Schwere der Krankheit aus. Ein Kind ist zum Beispiel schwer krank, wenn es beim Atmen beeinträchtigt ist, also nicht richtig Luft bekommt. Und es ist schwer krank, wenn es nichts mehr trinkt. Der Husten kann sehr stark und sehr lästig sein. Wenn Sie aber nicht das Gefühl haben, dass Ihr Kind keine Luft bekommt, ist der Husten zunächst kein Grund, einen Termin zum Abhören zu machen. Auch beim Schnupfen, und sei er noch so stark, ist ein Arztbesuch nicht wirklich notwendig. Er kann ihn nämlich auch nicht wegzaubern. Nasentropfen bekommen Sie auch ohne Rezept in der Apotheke. Sie sind auch nicht teuer. Auch Fiebermittel bekommen Sie ohne Rezept in der Apotheke. Insbesondere die Zäpfchen kosten ebenfalls nicht viel Geld. Entscheidend ist jedoch bei allem, wie es Ihrem Kind
geht? Was macht es? Spielt es zwischendurch noch? Verhält es sich auch sonst einigermaßen normal oder äußert es starke Schmerzen, zum Beispiel am Ohr, über längere Zeit? Wirkt es stark beeinträchtigt? Ein fieberndes Kind ist immer etwas platter als sonst. Solange es aber einigermaßen trinkt und auch sonst keine auffälligen Symptome wie einen Ihnen unbekannten Hautausschlag zeigt, müssen Sie nicht gleich mit Ihrem Kind zum Arzt. Wegen dem Fieber brauchen Sie sich zunächst auch keine Sorgen machen, denn schließlich ist das die wichtige Waffe des Immunsystems Ihres Kindes, um sich besser mit dem Virus auseinandersetzen zu können. Das erfordert mehr Energie und mehr Ruhe, weshalb fiebernde Kinder meist immer etwas schlapper sind. Je höher das Fieber, je mehr beeinträchtigt sind die Kinder, aber eben auch wieder weniger, wenn das Fieber sinkt. Vor allem schwankende Fieberverläufe, also morgens unten, gegen Abend erst erhöht, sind eher ein positives Zeichen. Entscheidend ist der Gesamtzustand eines Kindes. Und da sind Sie als Eltern durchaus in der Lage zu entscheiden, ob Ihr Kind stark im Allgemeinzustand beeinträchtigt ist oder nur unter Husten, Schnupfen und Fieber leidet. All diese Symptome lassen sich mehr oder weniger mit den entsprechenden Medikamenten und Maßnahmen für eine gewisse Zeit lindern. Fieber und Schmerzmittel in Form von Säften oder Zäpfchen haben meist für ein paar Stunden eine positive Wirkung und sind deshalb vor allem in der Nacht durchaus ein Segen. Gegen den Husten helfen oft die normalen Hustensäfte nicht so doll und dann können Sie auch mal Tees mit Salbei oder Thymian und Honig sowie Zwiebelsaft probieren. Gegen die verstopfte Nase in der Nacht hilft die Schräglagerung des Bettes und das Aufstellen einer Schale oder eines Tellers mit in Scheiben geschnittener Zwiebel neben dem Bett auch. Und bitte auch immer die frische Luft als wichtigen Schleimhautberuhiger und Nasenöffner anwenden. Also immer wieder ans offene Fenster oder auf die Terrasse gehen und ein paar Minuten bewusst die kalte, feuchte Luft einatmen lassen. Nachts im Schlafzimmer unbedingt die Heizung ausstellen und das Fenster wenigstens gekippt lassen. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass dieses Virus bei den Babys zu einer schweren Bronchitis führen kann. Dann geht's diesen Babys richtig schlecht. Sie bekommen schwer Luft und können dann auch nicht mehr richtig trinken. Diese Babys müssen unbedingt rasch zum Arzt und nicht die, die nur Schnupfen und Husten ohne Atembeeinträchtigung haben und dabei auch noch ordentlich trinken und auch sonst noch einigermaßen gut drauf sind. Und für diese kleinen, schwerkranken Kinder müssen auch Betten in den Kinderkliniken frei sein und bereit sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass die unnötigen Arztbesuche, insbesondere auch in den Notdiensten am Wochenende, möglichst vermieden werden. Mit meinen Erklärungen und Tipps ist es Ihnen wahrscheinlich möglich, den einen oder anderen Arztbesuch zu vermeiden. Dennoch gilt, lieber einmal zu viel als zu wenig nachfragen, wenn Sie sich nicht sicher sind. Oft genügt allerdings auch ein Telefongespräch mit der erfahrenen medizinischen Fachangestellten, die bei der Frage hilft, ob ein Arztbesuch unbedingt heute noch nötig ist oder auch ein telefonischer Rückruf des Arztes eventuell ausreichen könnte. Jedenfalls wünsche ich uns allen, dass wir gut über die nächsten Monate kommen.